Hier ist es so hell. Irgendwie muss ich die Wache ausschalten. Irgendwas sagt mir, das wird ganz und gar nicht spaßig. Auch nicht hell genug, dunkel genug. Sweet silence returns. A danger in the shadows. Sag mir, dass ich das ausmachen kann. Ja. Your fate is a hurricane. Ich habe keine Angst vor dir. Du bist da unten. Feuerfall? Oh, wozu werde ich denn einen Feuerfall brauchen? Und wieso? Leuchten die Plattform. Ich verstehe schon. Wenn sie leuchten, macht's Aua, oder? Ja. Kann ich so von meinem Fall schießen? Bisschen höher, Chicken. Bisschen höher. Was kannst du eigentlich? Pfeile schießen? Nicht? Sack getroffen! Obwohl ich es so nicht sagen würde. Ich sehe schon, wo uns das alles hier hinführt. Ich muss darüber springen, über die Lava, ne? Ich will nicht. Wenn ich da runterfalle, habe ich noch einen Tod. Aber hey. Und dann ende ich als Brathühnchen. Vor allem muss ich in... Ich muss ab... Ich muss hier an der Seite entlang springen. Wow. It was a false vision. Ja, it was a false vision. Da hast du recht. Wieso packe ich mal den Gaspfeil aus? Ich weiß es nicht. Darauf will ich sowas von nicht landen und Geräusch machen. Am besten warten wir, bis der Kerl wieder da unten in der Lava rumgurkt. Könnte ich ja auch da vorne auf dem Moos stehen bleiben und darauf warten, dass er wieder hochkommt, ihn niederknüppeln und in aller Seelenruhe eine Etage höher wandern.
Wahrscheinlich ist da noch mehr Lava. Und so viele Großbären habe ich auch wieder nicht mehr. Ich muss den Pfeil nochmal anders platzieren. Hm. Aber hier habe ich schon platziert. Na toll. Hast du wieder gut gemacht, Chicken. Hast du wieder gut gemacht. So. So ist es besser. Yay, ich habe noch 8 Mauspfeile. Wo ist Typi? Da unten. Dann warten wir mal, bis er zu uns kommt. Das wird am Rand stehen. Damit er nicht in uns reinrennt. Oh hey, er hat uns auch so gesehen. Yay. Yay. Noch mal metallischer Boden. Na super. Mysterious sounds. Ah, mysterious sounds. Das wird eine ganze Wartenfolge. Darauf, dass sie wieder herkommen und. Ne? Um ein bisschen Moospfeile zu sparen. Wir warten für eine gute Sache. Währenddessen bewundern wir das Licht. Hat das nicht so ein. Ja. Bodenplatten. Die erst heiß und dann wieder kalt werden. Mysteriös. Mysteriös, das Ganze. Und ich drehe mich im Kreis. Yay. Yay. Och, jetzt komm doch endlich. Und da kommt er auch schon. Hätten wir den schon mal. Aus dem Weg geschafft.
Boden, der keine Geräusche macht. Wow, das war knapp. Fast wäre ich gebrutzelt worden wieder. Wenn wir schon davon reden, Boden, der keine Geräusche macht. So schnell müssen wir ihn wieder verlassen. Die Frage ist, guckt hier jemand rum? Wir können es ja mal ganz langsam vortasten. Da ist auf jeden Fall ein Gang. Ich könnte mir vorstellen, dass der Gang da vorne wo der nicht geräuschmachendere Boden ist, die Türe nach draußen öffnet, wo die vier Gänge sich treffen, in der Mitte von den Türmen. Ja, eine Kiste. Feuerpfeil. Wozu brauche ich hier Feuerpfeile? Bestimmt ist irgendwo auf dem Dach ein Feuerrätsel, wo ich die Pfeile brauche. Mit Sicherheit. Das wird ein Spaß. Naja, nur hin und wieder machen wir Geräusche. Wir? Checke, du machst die Geräusche. Ey, Garrett, schleich mal besser. Zieh ihr Gymnastikstäbchen an. Oder pack deine... Ne? Füße in Watte. Da. Ich habe kein gutes Gefühl über diese ganzen Aktionen. Hey, ich höre eine Wache. Danke, Wache. Wegen dir habe ich mich jetzt verbrannt. Checken, du musst doch jetzt nicht dann solche Maßnahmen ergreifen. Naja, ich habe ja genügend Heiltränke. Frage ist, kommt er hier runter? Ah, wenn ja, wie soll ich den dann niederschlagen? Hätte ich nicht einfach an der Außenwand des Turms hochklettern können? Da muss ich mir die ganze Sache hier nicht antun.
Sind das Treppen, die Geräusche machen? Kann man diese Kristalle irgendwie kaputt machen? Zu viel Licht!